Oh. Angriff, Feuer. Er ist blind! Wieso trifft er mich noch so gut? Oder ist die Blindheit schon wieder weggegangen? Habe ich was verpasst? Hilf mir doch mal! Sag mir doch, was los ist! Ich bin verwirrt! Ich überfordere die Gesamtsituation! Egal, ich bin mächtig, ich mache ihn platt. Na, er ist immer nicht tot. Richard! Vor meiner Bedrohung ist das Mogel! Der Busch zeigt sich unbeeindruckt! Egal, alles drauf jetzt. Komm schon. So viel HP kann ich doch nicht haben mehr. Ist nicht mehr verstumpft, das ist schlecht. Er blubbert schon. Blubberband. Ich mach lieber nochmal Stille, sicher ist sicher. So, alles wird gut. Nein! Ach. Ich weiß, dass man es eilig hat, ne? Ah, Flamme. Die totale Herausforderung. Ah. Mensch. Das ist spannend. Oh, er ist tot. Wird auch Zeit. Siegt von einem Wirbeltier. Selbst erleben, großer Tankkugler. Mach auch noch platt, komm her. Halt. Ich weiß, was er heißt. Hat mich geschlagen. Ich will es akzeptieren. Doch werde ich nicht dulden, dass tiefer mein Reich anringt. Sagt, was wolltet ihr hier? Komme! Repair the Sitzung! Kerle, so eine Muschel so lange ich mehr für diesen Zweck. Steh nicht recht, was er hier von sich gibt! So wird es auch bleiben. Heim diese Welt bleiben euch verschlossen. Aber ich hab noch einen Schlüssel. Aber ich beuge mich dem Sieger und lasse ihn seinen Preis. Soll deine Perle bekommen, Fremde. Sprecht dir nie mehr unsere Wilde aufzugen, wenn ihr die Perle halten habt. Ihr seid! Sei es, dann seht und staunt. Es verbracht, dass sie gebiert die Perle. Hey, Perle. Wow, volles Zaubertrick. Kannst du das auch mit Kaninchen? Was ist? Ein Blattstück! Nehmt sie und dann verlasst uns Filme. Palaces, 175 Erfahrungspunkte. Geht, wagt nicht einmal einen euren Fuß hineinzusetzen. Empfehle ich! Ah, Stimme gibt gerade Mörder auf. Sehr schön. Ich hatte heute auch so ein leichtes Halsproblem und so. Ja, bitte! Erledigt! Das ist doch die richtige Perle. Denk nur an die Geschichte des Häuptlings. Aber kaum! Ist egal, die Lurche! Die Perle sehen sie, was gesehen hätte! Verstehe. Das ist ja wie Tricks, Schatz. Har, 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 har. Ho, 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 ich bin da, ja. Oh, heute werde ich die nicht so lang aufnehmen wie beim letzten Mal. Da lang. Immer geradeaus. Wenn nicht, wir haben Sprengstoff, wir kommen überall durch. Ha, deswegen dauert das Spiel so lang. Wir haben keinen Sprengstoff, das ist das Problem. Hätte davon welche mitnehmen sollen, darauf. Ja, ich hab glaube ich alles, denke ich mal. Steh am Tankkugler! Mein Wort ein! Ich könnte sie vermeiden! Aufhören! Haben alles! Ein einfaches Dankeschön kommt ihm wohl nicht über die Lippen, mein Herr. Ach, du kennst doch meinen Muffelkopf. Freut uns natürlich, dich wieder dabei zu haben, liebes Wesen. So, jetzt muss ich mich gleich nochmal heilen. Bevor ich irgendwas anderes mache, bevor es wieder irgendwo weitergeht. Oh, ich bin schneller als du, ich bin schneller als du, ich bin schneller. Ich bin schneller als du. Was sage. Dum 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 dum. Wenn die Wege noch nicht immer so weit auseinander wären. Und in neueren Spielen ist es doch viel, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer.
dum, dum, dum. So. Wollen wir die Perle abgeben? Hey Perle, wie wär's denn das beiden? Ja. Was machst du denn mit der Perle? Nicht so wichtig. Ich seid schon zurück. Da hätte ich aber keinen Erfolg. Ist um, Majestät! Da ist die Perle! Ihr habt sie! Wag es nicht, ein Scherz mit mir zu treiben! Lass mich die Perle sehen! Ja, cool. Ich hätte es nicht für möglich halten, den alten Büdel meines Volkes mit eigenen Augen zu sehen. Dieser Glanz, diese Einheit, kein Zweifel, dass die Perle des Sees. Alle echteste Gold. So Teile Abmachung wäre dann wieder füllt, Häuptling am Foss. Muss geschehen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe eine große Suche beschritten, weil viele der Besten meiner Krieger gescheitert sind. Soll den Lohn halten. Komm nach Hause, oh wie herrlich. Aber wie, über Rakete aus Pampus und Schilf. Es wäre doch auch mal ein schönes Spiel, wo man Waffen aus sowas bauen kann. Naja. Sprich nicht so närrisch. Ich brauche ein fliegendes Gefäß, wie jetzt die vielarmigen nutzen. Umgekehrt! Mit dem Kopf durch die Wand ist da nichts zu erreichen. Es ist sorgfältig planen. Es braucht Zeit. So, sie bloß nicht uns hinzuhalten, Häuptling. Steh zu meinem Wort. Damit ihr es nicht noch einmal wagt, an meinen guten Willen zu zweifeln. Wie ein Geschenk aus der Fülle meiner Schätze an. Ausgleich für die Wartezeit. Links und rechts sind eure Schatzkisten. Wählt aus welche euer Geschenk genommen werden soll. Komm an! Was drin ist? Kauft ihr die Katze im Sack? Kauft doch nicht. Ihr Fremden seid recht forsch. Längst für dir Schutz, rechts dagegen Schnelligkeit. Schutz, Schnelligkeit. Das ist echt Deutsche, nehme ich natürlich die rechte Kiste. So sei es, bin das Geschenk für unsere neuen Freunde. Echter Deutsche nehme ich natürlich immer die rechte Seite. Ha, es liegt immer in der Ecke, die man zuletzt sieht. Es gibt hier keine Ecken, das Ding ist rund. Was ist das? Was ist das? Es ist Flinkbrosche. Ein Geschenk, ein Geschenk. Lass uns auspacken und ausprobieren. Es gibt Gefahren im Dschungel, denen nur durch Schnelligkeit zu entkommen ist. Nutzt die Brosche gut. Nur durch Außen sammelt Kraft. Zwischen werde ich einen Plan erarbeiten. Nein, du frisst einfach nur weiter. Das hat nichts mit Planung zu tun. Erhöht Kraft im Felsfeste. Kreatur lasse ich mal den Kristallreif. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn die Heilerin ein wenig schneller ist, ne? Ist nie verkehrt, schnell zu sein. Aber ich hab doch. Hab ich die nicht? Wohl nicht. Schade. Schade. Gut, dann gehen wir eben nochmal schlafen im Wasser. So genau genommen ist das ja ziemlich praktisch, ne? Man spart sich das Waschen früh und abends. Schöne Sache das. Ja, doch. Werde ich vielleicht in Zukunft auch so machen. Eine Bambushütte, kann ich nicht einfach hinten ein Loch reinklopfen? Seht auch das. Okay, was muss ich denn dann machen? Ich muss irgendwas machen, glaube ich. Ich erinnere mich genau, was ich noch machen muss. Ich laufe nur so rum, um die Spannung zu steigern. Ach. Echsen, Eismuscheln, Schlangen! Halleluja's, fährt durch und durch grässlichen Planeten! Sucht euch einander dort zum Schwatzen, Fremde. Schwende der Molche, nichts vergessen! Aber, mein Lieber. Leute, dann zankt sie doch nicht mit Amphibien. Übrigens sollten wir wirklich gehen. Diese Dämpfe bekommen wir immer weniger. Ganz und gar nicht, fürchte ich. Sie wecken etwas. Oh, wolltet ihr nicht auch die Perle haben? Also der Schamane. Oh, egal. Herr Professor. Oh, ich hatte Hintergrund. Habe ich das nicht zugemacht? Nein. Himmels Willen, was ist das? Hör auf, David! Aufhören! Endlich! Bist du mein Wetzkörper! Komm her, Professor! Du wieder hoch! Töricht da!
war die wilde Macht des Mars. Hallo? Hallo Professor, eine kleine Erinnerung. Macht des Mars ist stark in mir. Du hast vielleicht einen am Mars, ja, aber... Schock, jawohl. Nicht getroffen, ja. Ja. Professor Heisen, nochmal, ja, ja. Kälte, Wasser, dritte Rabbergriffe, Feuer und Schläge. Vielleicht kriege ich den ja auch K.O. Oh. Komm schon, sei geschockt, irgendwas. Da kann man den gar nicht schocken. Ja, toll, es weicht natürlich aus. Lass dich doch mal schocken. Kurbart. Weiß nicht, ist wirklich so gut, der Professor will kämpfen. Ich meine, er ist unser Freund. Immer wärst du drauf! Oh, der macht derbe Schaden. Und er lässt sich einfach nicht schocken. Oh, oh, oh. Das war knapp. Geht auch nicht K.O. der Arsch. Okay, dann müssen wir das anders machen. So. Ich hasse es, denn sie blenden die Gegner. Ich hasse es einfach. Man muss es einfach hassen. Es geht nicht anders. Puh. So habe ich hier die Flinkheit erhöht, wenn es immer noch zu spät ist. Typisch Frau, kommt immer zu spät. Aber, liebe Freunde, was tun Sie denn da? Professor, sind Sie das? Reingefallen! Ja, schön. Hat was. Die Grafik auch, gefällt mir irgendwie. Ach nein, ich... Puh, zum Glück nicht meine Heilerin. Dann weg mit dem Müll auf. Ach ja. Das ist doch kacke, dass der immer geblendet wird. Wozu habe ich hier eine Flinkheit erhöht, wenn es eh nichts bringt? Schön los! Es fehlt Bildung! Senfer Eisennest! War knapp. Ich habe auch nichts, mit der ich irgendwie hier. Ja. Habe ich eben angegriffen mit ihr? Ja, bin ich schlau. Ich bin einfach der Schlauste, oder? Es wird langsam knapp, Eich. Naja, viel kann der jetzt nicht mehr haben. Meinen Sie wirklich, das bisschen Gegenwehr, das Sie aufzubringen vermögen, könnte mich aufhalten? Ah nein. Zu spät. Aber wir haben ja Ohnmacht beenden. Jetzt nicht schwach machen, schlapp machen. Oh, der war knapp, der ist knapp. Geh doch bitte sterben. Mochte dich noch nie. Zum Glück schaffst du es nicht, irgendjemanden einzuschläfern. Ich kenne ein Problem. Aber das Problem ist hoffentlich gleich gelöst. Ja. Boah, zum Glück. Moment, habe ich mir jetzt langsam Sorgen gemacht. Okay. Die Synchronisation kann ich mir sparen. Wer davon zu halten? Hast du das? Mein Freund Fein und Erscheinung verschwindet! Vorsicht, Teufchen!
Wer weiß? Sag, wer herausspringt! Ach, gib Ruhe! Sofort benötigt Hilfe! Böse Geister, fort, fort! Wir waren Sekunde noch, mein Herr. Schaff den Dämon weg! Fort mit ihm, fort! Er ist kein Dämon, er benötigt Hilfe! Aber nicht hier, nicht hier! Ach, und woran? Von mir aus zu einem einäugigen Orakel! Vielleicht war es das ein Rat! Aber jetzt fort! Einäugiges Orakel? Ja, ja, ja! Mächtiges Wesen! Weiß und sehr altes Wesen! Möglich kann ich diesen Geisterfluch brechen! Wo finden wir dieses Orakel? Müsst du den Fluss entlang führen? Fahren! Frag doch den Häuptling nach einem Fluss! Und jetzt... Geht! Schöner, die ziehen, sonst sind sie selber einen Kranken abweisen! Eben! Na dann! Nehmen wir den Professor! Hauk! Guten Tag! Geht endlich! Geht, schafft einen Dämon! Dämon, was denn? Ist hier Karl! Sein Weg mit der Klinge hitzeln! Diesem Jack sprach lediglich die Panik. Und ich muss gestehen, auch ein wenig besorgt zu sein. Hat mich auch noch ein Wesen. Professor bekommt Hilfe und wie ein Floß. Kommt, zu mir das Orakel. Wer jetzt Zeit? Was im Auge zu Professor haben? Traue in Ruhe nicht! Siehst doch, dass er zu erschöpft ist, um irgendeine Gefahr darzustellen. Pappelapapp! Fahne, Geleder, Geschwänze hin! Was ist gefunden? Die Kopf! Fort, fort! Kommt erst wieder rein, wenn ihr den Boden vertrieben habt. Aber vorher muss ich erstmal hier krass Heilung machen. Alles ist so auseinander. Du gibst kein tragbares Bett. Tragbares. Warum kann ich die Wasser in eine Flasche füllen und durch die Gegend damit laufen? Wäre doch viel einfacher alles. Ist hier nicht auch irgendwo mal ein Shop? Nee, ne? Nee. Ich glaube, hier gab es keinen Shop, oder? Gab's hier einen Shop? Ah ja, ich glaube, es gab einen Shop. Der Schamane hat, glaube ich, einen Shop gehabt, ne? Wäre möglich. Wäre möglich. Aber sonst gab's hier ja nichts, ne? Kommt mir sehr vor wie in der prähistorischen Steinzeit, oder? Ja. Gut. Gut, gut, gut. Was bei einem kleinen Gefährten passiert? Fürchte! Der Professor! Ist jetzt halt eine Art Ungeheuer! Wir wissen selbst nicht, was unser Freund befallen hat. Aber er benötigt Hilfe. Irgendwo den Fluss entlang soll es einen Rat geben. Soll einen Rat und Hilfe geben kann. Oh, mein Hals. Das einäugige Orakel. Und Mr. Ed, kennt es? Jeder kennt das Orakel. So wie das Orakel seinerseits um alles weiß. Ah, Problem ist also gut wie gelöst. Kann doch jemand reden, der noch nie den Schenkel so leicht Wind überreist hat. Marcel, brauch nicht von fortzuführen! Kennt das Gerede! Hör eigentlich nur noch von Problemen! Schwierigkeiten! Sie auf den Weg türmen! Seit ich Kastanien verlassen habe! An die Gefahren des großen Flusses, nicht irgendwelche Austauschbahnen! Im Verlauf! Werde ich zur Tat schreiten! Bin zuversichtlich! Kommando! Kommt das Meistern! Das ist zwar ausgesprochen leicht vor dem Hochwürdig, aber unglaublich schneidig, Liebster. Aufhalten lassen scheint ihr euch offenbar nicht ohne ihn nicht. Nun gut, ich helfe euch. Geht nach Osten, bis ihr an das Ufer des großen Flusses gelangt. Dort liegt ein Fluss verteut. Weil ihr wirklich entschlossen seid, das Wagen auf euch zu nehmen, dann ruft ihr den Fluss hinauf. Haltet euch nordwärts um all die Strudel und Klippen des südlichen Stromschnellen. Am Ende einer Fahrt des Grauens wird der Orakel überstehen. Oder euren Göttern. Vielen Dank! Ich hoffe, ihr erreicht das Orakel und findet dort Hilfe. Auf geht's. Ach, jetzt kommt der wieder. Seht doch, wieder kommt. Belegt ihr mein Vater wieder mit Nichtigkeiten? Nichtigkeiten! Hört wohl nicht recht! Hab den Ring gerade! Verschob mich mit eurem Gewäsch, Fremdlinge. Mein Vater soll längst den Krieg gegen die Schlangen vorantreiben. Aber statt unsere Erzfeinde zu packen, spielt er mit Geschöpfen wie euch herum. Wird Zeit, dass sich einiges ändert. Fälschlicher Kerl! Wie bitte? Diese Worte von Ihnen über einen Prinzen? Darf ich wahrscheinlich immer noch nicht rein? Ist ja voll rassistisch, wisst ihr das? So, ab nach Osten. Ich hätte vielleicht genauer zuhören sollen. Dann wisst ihr jetzt auch, wo das Boot liegt.
Habe ich aber nicht. Ich höre mir selbst nicht beim Sprechen zu. Warum soll ich denn andere beim Sprechen zuhören? Das wäre ja voll idiotisch. Boot. 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 Ach, ich schwimme selbst. Das geht viel schneller. Okay. Oh, ich bin schneller als du. Anfänger. Was? Okay, dann schauen wir doch mal da draußen. Irgendwo werde ich das Boot schon finden. Alles im Load auf dem Boot. Ah, okay. Da komme ich zurück zur Abschussstelle. Weiter in das Umland. Wo bin ich denn? Ach, da oben. Durch. Wo geht's denn hier noch so hin? Da geht's zum Flows. Gibt's hier noch irgendwas? Seht nur, seht ihr diesen dunklen Wald? Er macht mir Angst. Brück dich, Töpfchen! Da müssen wir nicht lang! Aber ich will da lang. Ach Mann. Zur Abschussstelle komme ich von hier aus gar nicht. Los, gesichtet! Gut gemacht, Schatz. Können wir dann los? Abmarsch. Alter, eigentlich jemand! Wenn dieses Ding steuert! Ich will hier jetzt rein. Dann nehmen wir nur! Bis zur nächsten Attacke! Gemacht, werde Gefährten. Es soll nordwärts, die Sturmtrupps ohnehin in die gewünschte Richtung. Na dann! Oh, Moment! Falsches Gesicht! Also dann! Abmarsch! Auf geht's. Komm recht lang voran! Schlage steifere Gangart vor! Ein Floß ist kein Rennboot. Wir werden uns im Wesentlichen nach der Strömung zu richten haben. Hauptsache, komm voran! Ich werde wieder nach dem Professor sehen! Ja, hoffentlich! Brechen Ballis gehörige Fahne für uns herein! Bin mir jetzt nicht so langweilen! Wo ich das Zelt mitnehmen? Arr! Bei Neptuns Bart! Sie sehen mir aus wie ein läppische Landratte, mein Herr! Hä? Hey, wie mein? Aber Leutnant, gehen Sie etwas mehr in die Situation auf! Herr Offizier! Kein Hefeteig! Heiliges Versagen der Schutz! Für die Flanken! Ich glaube, ich habe Vogel. Hallo! Das ist dieser Kraut, das der Professor gelegentlich braucht, schmaucht! Müssen Sie konzentrieren! Nächstes Mal an mich! Ja. Ah ja. Ist hier noch irgendwas? Das ist Sackstabel. Den werden wir natürlich nicht mehr brauchen. Must, okay. Bruce ist beachtlich gefährdet, folgt einem bemerkenswerten Funktionsprinzip. Dein Befehl ist wie folgt. Elefant! Gleich das sofort abstellen! Ein Ball zum Öl, nicht Wasser. Warum liegt das da? Hey! Jetzt soll ich nicht mehr sehen! Noch ein. Nein, nein, nein! Professor, schaut mir gar nicht gut aus. Scheint mir gar nicht, ja. Sieht mir gar nicht. Je wie diese Regeln erreichen, desto besser. Gleichheit! Mein Optimist und Allian. Ich denke immer an die Worte des Häuptlings. Wer hat das Fluss bezeichnet? Den schreckensreichen Winter? Irgendwie unheimlich. Das Grauen, das Grauen. Gut erkannt, du hast einen grauen Bart. Naja, genau genommen ist er weiß. Ich beschleiche das beunruhigende Gefühl, als ob der Dschungel Augen haben. Als ob der Dschungel Augen habe. Augen! Kann ich das nicht ganz folgen? Und im dunklen Blätterdach scheint es uns etwas zu belauern. Schon seit einiger Zeit. Achtung! Wird umzingelt! Der Gefechtsklar machen! Sandsack schleppen. Das Fluss droht beschossen zu werden. Schnell, Sorge für Deckung. Siehst du den Sandsackstapler wie im Zelt? Kannst du den Sandsack abholen, um die Deckungslücken der Flussseiten aufzufüllen. Die Lücken werden von Pfeilen angezeigt. Ändere einen Sandsack und boxiere ihn in eine der Lücken und hol dir einen neuen. Falls du ihn, als du dich einbaust, klicke den Sandsackstapler einfach neu an. Ach ja, das Spiel läuft auf Zeit, also los.
Blut. Und darauf und schnell und hopp. Moment, ich muss da rüber. Ich muss da runter und. Ah, schnell! Ah, schneller! Noch schneller! Ich brauch Turboantrieb! Ah, schneller! Ich hab doch nicht ewig Zeit! Komm schon! Was? Och, leck mich! Ich dachte, das geht vielleicht auch so. Okay, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Nein! 7 sind inakzeptabel. Ich brauche mindestens 9 von 8. Wenn ich tue, 10 von 8. Ja, bla bla bla. Ah, falsch rum. So rum. So wird ein Schuh drauf. Oder eine Abwehrplattform. Und dann drüber und drüber und drüber und hoch, 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 runter, runter, runter. Und rein da. Kann ja auch so, da geht's natürlich viel schneller, ne? Totaler Unsinn. Egal, los, 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 los. Los, 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 schieb schneller. Schön, wie er schiebt, ohne die Hände zu benutzen. Schön ist aber das. Und runter, 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 runter. Und rein. Acht Lügen geschlossen. Wir laufen! Setz etwas! Der Schuss setzt ein. Deckung. Ja, ja. Alle Gefährten verlieren 0 AP. Halt Zoll. Wer ist dagegen? Los weiter! Ein Vorschlag nach meinem Geschmack. Scheiße Bereich! Der Schuss war in den Kommen zu sein! Zumindest fürs Erste! Ja, ja, das kennen wir schon. Bei der Gelegenheit speichern wir gleich mal. Können wir die Pfeile mitnehmen, Mann. Was war denn da draußen los? Ja, mal flitzt hier ein paar Pfeile durch die Luft. Schätze! Dort lauten! Nur ein paar wilde Oberkrieger! Kannibalen womöglich! Verstehst du wirklich nicht zu beruhigen? Ja, ja, bla bla, bla bla bla. Sehen Sie mal da vorne, Herr von Magwitz. Hä? Wo denn? Aber wo gucken Sie denn hin? Da vorne meine ich. Was ist? Sie klären doch eine Anlegemöglichkeit aus! Kann doch unmöglich schon Ziel sein! Wohl kaum. Ich denke, hier werden uns einfach ein paar Zusätze auf unsere Reise geboten. Ob wir sie annehmen, liegt ganz bei uns. Ja, dann legen wir auch gleich an. Ei, ei. Setz uns ganz sanft ans Ufer auf. Festhalten. Gelandet. Wer fast? Über Bord gegangen! Das wollen sie doch sowieso. Klar, Lampedie. Warte, da bin ich dabei. Oder Professor! Spiel nicht die bessere Krankenschwester. Darf ich? Ah, ich darf mich bewegen. Ich darf nicht darüber. Er kann ja mit Blumen wieder nichts anfangen. Nein, in dieser Ecke gibt's nichts. In dieser geheimnisvollen, geheimnisreichen Ecke. Ihr Roulette, drehen wir einmal. Gibt's noch irgendwas? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Mein Fast! Wahrscheinlich draußen! Und nicht vor Pflanzenfassen zu stehen! Eine bemerkenswerte Pflanze. Hier werden wir auch mit schwersten Geräten nichts verrichten können. Seht nur, das Einkommen zwischen einem Muskel zu bilden. Zahl vielleicht. 212. Oh, Kinderspiel. Nein. Ich bin hier noch nicht fertig. Okay,
2, 1, haha, ich bin so genial. Meine überragenden Fähigkeiten lassen mich dieses Spiel mit Leichtigkeit durchspielen. Und die Tatsache, dass ich es schon mal gespielt habe, hilft natürlich auch ein wenig. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Die Wand vielleicht? Du nimmst Wand mit. Glaub mir, dir hilft am besten unterirdisch ganz im Westen. Nun schmeiß ich die richtige Richtung wählen. Und, wo ist denn jetzt mein Füller? Mein Füller! Und 3. 3. 5, 4, 6, 1. 5, 4, 6, 1. Dort zähle. Bitte, wir sind zu leicht! Die Tür ist fest verschlossen. Moment. Jetzt stehe ich mal wieder total auf dem Schlauch. Unterirdisch ganz im Westen. Gibt's keinen Westen. Hab ich irgendein Loch übersehen, dass ich reinfallen könnte? Was ist das denn? Die Grafik flimmert. Soll ich damit irgendwas machen? Oder ist das einfach nur so da? Verwirrt. Ach, wieso ist ein Rätsel beim zweiten Mal schwieriger als beim ersten Mal? Nein, nein, nein. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. In der Hand habe ich eine Stange Lauch. So leicht, ich brauche was schwerigeres. Etwas, das schwerer ist, also. Ne? Ja. Das hier unten sieht auch ein bisschen unsauber aus. Wirklich nicht schön. Volle Schlampe hier Design. Was übersehe ich gerade? Handzeug vom Bord holen. Das sieht doch irgendwas, oder? Ich bin wahrscheinlich dreimal an der Lösung vorbeigelaufen oder so. Oder so. Gehen wir da hoch. Ja, dann fahre ich weiter, ne? Ne, ich will ja noch nicht weiterfahren. Dam dam dam. Ach, wo hängt's denn jetzt schon wieder? Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Immer noch mit einer Stange Lauch. Also hier schon mal nicht. Halt, Bruder. Nee, komm ich nicht rum. Komm ich nicht rum? Nichts? Nein, nein. Ach, wo habert's denn jetzt wieder? Ab Ausrüstung. Er kann ja jetzt den Stahlpanzer anziehen. Nein. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie sieht hier noch diese grafisch anders aussehenden Dinger? Ja. Ich würde einfach mal sagen. Da habe ich noch was für nächstes Mal. Habe ich jetzt eben gespeichert, ja. Machen wir heute einfach mal Schluss. Haben wir jetzt mal einen Stoß.
Mein Reim tun ja schon mir weh und ich habe jetzt aus Versehen die Leertaste gedrückt. Was das Spiel natürlich neu startet. Hey, wir starten einfach mal mitten im Spiel nochmal komplett von vorn. Nein. Mache ich erst, wenn ich auf der Erde bin. Ja, das war's für heute mit die Reise ins All. Bin wieder ein Stückchen weiter gekommen, ein paar neue Level gelegt, bekommen. Sollte man auf jeden Fall tun. Dann werden die üblen Gegner nicht ganz so übel. Und die normalen Gegner sind eh nur noch ein Witz. Wenn man erstmal so richtig die Magie hat, geht's gut los. Wie es halt in Rollenspielen so ist, ne? Anfang eiert man ewig rum und dann hat man plötzlich die mächtigen Zauber und alles platten so. Ja. Das war's für heute mit der Reise ins All. Ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.